So, jetzt geben wir noch ein bisschen Dampf auf die ganze Geschichte. Also jetzt nicht voll AK, aber. Ach so. Ich wundere mich gerade, warum fährt er jetzt los? Genau, der auch ein bisschen mehr Dampf. Okay. Jetzt haben wir Energie auf beiden Seiten. Anstatt dass ich einfach unten lang gehe. Nee, ich falle einfach. Es holpert halt, ne? Eigentlich könnte es fließen. Aber es ist super holperig. Mehr Energie. Irgendwann fängt es wieder an zu holpern. Irgendwann hängt es mal ganz kurz. Aber habt ihr den Anfang gesehen? Da. Irgendwann verkeilt sich das immer wieder. Aber es geht auch schnell. Ich habe noch eine andere Idee. Ich habe noch eine andere Idee. So, ich reiß das Ganze wieder ab, weil für die andere Idee brauche ich mehr Platz. Für die andere Idee brauche ich mehr Platz. Mehr Platz, mehr Reifen und alles mehr. Fahr mal weg. So. Das ist jetzt erstmal hier alles wieder weg, genau. Zack, zack, zack. Ich habe noch eine andere Idee. Und zwar, verkeilen sich ja die Blöcke immer miteinander. Ne? Das ist ja anscheinend das große Problem, meiner Meinung nach. Habe ich jetzt so irgendwie in den zwei, drei Versuchen, die ich jetzt gemacht habe, festgestellt. So. Also machen wir mal was anderes. Und zwar, ich brauche erstmal wieder hier ein paar Blöcke. Genau. Hier auch. Dann gehen wir erstmal wieder hoch. Nee, ich will hoch. Und zwar brauche ich zwei. Dann kann ich den ranmachen. Ah, ich mache jetzt einfach erstmal. Also es gibt auf jeden Fall unten ein Rad und oben ein Rad. So, da kannst du den ranmachen. Und dann da einer frei und da muss das nächste Rad ran, ne? Ja, genau. Dann haben wir das schon mal. Dann passt das. So, und jetzt kommt nämlich das nächste. Die Idee war in der Hoffnung, dass das jetzt nicht mehr verkeilt. Ne, dadurch, dass das. Aber warte mal, wir können das auch so machen. Das ist noch eine bessere Idee. Mal gucken, wie das jetzt wird. Mal gucken, wie das. Warte mal, kannst du mich mit hochnehmen? Ich baue mir nochmal schnell meine Plattform hier dran. Wo ich dann eh später drauf meinen Sitz habe nachher. Ich mache mir hier jetzt auch mal eine ganze Plattform hin. Vielleicht bringt das ja auch eine gewisse Art von Stabilität. Nach oben hin können wir ja erstmal. Nach oben hin ist erstmal kein Limit. So. Aber wenn ich jetzt hinten schon was habe, dann kann ich auch gleich Reifen ranbauen. Meiner Meinung nach. So. Dann fahren wir mal hoch. Gerne ein bisschen weiter hoch. Weil wir sind ja noch angebockt oder aufgebockt. Das heißt, ich kann jetzt. Na komm schon. Da mal einen reinsetzen. Jetzt mag er den hier drüben nicht, ne? Den da oben auch nicht. Den da oben mochte er auch nicht, glaube ich. Ah, er mag mich nicht. Ich stehe im Weg. Zack. Genau. So. Jetzt fahre ich das Ganze mal ein Stück runter. Nimm das Teil weg und jetzt hängt meine Gondel. An und für sich recht stabil, meiner Meinung nach. Jetzt brauchen wir hier noch den Pilotensitz wieder. Aber ich brauche erstmal eine Rampe wieder, um da hochzukommen.
Genau, da mal eine Rampe hin. Ein Pilotensitz. Wo machen wir den Motor ran? Motor brauchen wir nicht, ne? Den Motor machen wir auf die andere Seite. Motor machen wir auf diese Seite. Diesmal brauchen wir tatsächlich nur einen Motor oder vielleicht zwei Motoren. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Vielleicht machen wir auch zwei Motoren. Zack. Einmal eine Rampe, dass ich wieder hochkomme. Ich mache mal zwei Motoren. Dann können wir nämlich. Dann haben wir nämlich beide Motoren erstmal hier anschließen. Dann haben wir nämlich einen für hinten und einen für vorne. So, ich gebe Vollgas drauf, weil einfach YOLO. So, die drehen in die Richtung und die drehen auch in die Richtung. Drehen die richtig unten? Wenn die sich so rumdrehen, ja, die müssten sich richtig, das müsste richtig sein. So. Diese Stange hier hat die verkehrte Verbindung, sehe ich gerade. Du sollst nicht am Reifen dran sein, sondern du sollst, wenn denn, hier dran sein, um dem Ganzen Stabilität zu geben. Ja, aber das wackelt jetzt ja auch alles hin und her nur, ne? Das ist es auch irgendwie nicht. Irgendwie ist es das nicht. Selbst wenn ich da jetzt noch einen Zwischen machen würde, der das gefährt in irgendeiner Art und Weise, ja, da will er mich gar nicht reinlassen, der das gefährt in irgendeiner Art und Weise, ja gut, denn jetzt bin ich ja schon wieder direkt. Warte mal, habe ich es jetzt gerade? Nee, irgendwann kommt er wieder an diesen Punkt, wo er sich verkeilt, ne? Aber wir können mal eine Sache noch probieren. Mal schauen, was er dazu sagt. Wenn wir jetzt nicht einfach nur einen Punkt haben, wo wir eine Führung an der Schiene haben, sondern mehrere Punkte haben, wo wir an der Schiene entlang gleiten. Mal gucken, was er dazu sagt. Ach, guck mal, geil. Das hat auch gut. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Das hat sehr, sehr gut geklappt mit der Führung. Oh, ich bin runtergefallen. Es ist auf jeden Fall alles am Gefährt dran. Ist halt die Frage, ob das was bringt, ne? Aber eigentlich dürfte es nichts bringen. Weil jetzt habe ich ja. Oder ich habe halt jetzt dadurch, dass ich eine viel, viel größere Führung habe, weniger Reibungspunkte oder so. Das wird sich jetzt gleich nochmal zeigen. Jetzt kommt er gar nicht mehr voran. Aber jetzt reibt er nur noch. Das ist doch alles ein Unfug hier. Jetzt fällt noch nicht mal was runter hier. Was ist denn jetzt los? Fällt der Scheiß dann nicht mehr runter, ey. Ah, jetzt ist der wenigstens mal abgefallen.
Also so richtig. Ich weiß nicht. Also nach meinem Verständnis her müsste das funktionieren und nicht solche, nicht so eine Wackelaktion hier sein. Tut mir leid. Oder vielleicht sehe ich das falsch, ich weiß es nicht, aber ich verstehe halt nicht, warum das nicht sauber da dran entlang gleiten kann. Sondern sich ständig irgendwie verkeilt. Jetzt wackelt es halt die ganze Zeit hin und her. Sind meine Räder nicht richtig eingestellt? Liegt das doch daran, dass die Räder falsch sind oder was? Aber eigentlich bewege ich mich ja in eine Richtung. Oh lol. Es wackelt aber trotzdem noch, ne? Die Räder waren nicht richtig eingestellt. Ich Vollhonk hatte die Räder nicht richtig eingestellt. Guck mal, wie geil das jetzt auf einmal geht. Pass mal auf, jetzt. Jetzt hat er mich. Jetzt hat es mich gepackt. Ich brauche meinen Vorschlaghammer mal. Ich muss mal das Gefährt, was wir hier haben, in die richtige Richtung drücken. Ja, so viel dazu, das in die richtige Richtung zu drücken. Ich nehme es halt lieber. Ich nehme es halt doch lieber wieder auf den Bock. So, und zwar. Ja. Nee, das war falsch. Das ist ein. Ah, das war auch wieder falsch, ne? Achso, da ging das auch gar nicht. Passt das jetzt? Ja, das passt, ne? Dann lag das tatsächlich daran, dass ich einfach die falsche Richtung drinne hatte? Auch vorhin beim ersten Mal oder was? Ja, es ist schon nicht so, es ist schon nicht sehr flutschig, ne? Warte mal. Können wir das ein bisschen flutschiger gestalten? Das ist ja der Bereich, ne? Das ist der Bereich. Ich hätte nämlich gerne. Ich will das jetzt nochmal ausprobieren, wie ich das gerade eben hatte. Mit den Schienen direkt. Oh, das ist immer ein. Es ist ein Akt hier, ne? Mit dieser Steuerung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mit langen Führungen quasi. Deiner Langführung. Mal gucken, wie das jetzt sich verhält. Zack, das wollte er nicht. So, jetzt nochmal einen hier. Einen hier. Na, komm schon, geh rauf da. Oh, hallo? Ich komme noch nicht rauf. Na, dann nehme ich doch eine Rampe, die hier drüben steht. Jetzt machen wir nämlich hier drüben noch eine Führung rüber. Jetzt bin ich mal gespannt. Dadurch, dass das jetzt ja komplett unter Führung ist. Also in die andere Richtung, wo die Führung dran war, ging das echt flüssiger, ne? Ist es noch richtig jetzt so? Ist noch locker, ne? Ja. Nicht, dass ich mir hier auf einmal eine Führung ranbaue, die verhindert, dass, also eine Führung mit ans. Jetzt habe ich doch hier irgendwas verkehrt gemacht, oder? Gerade eben lief das doch deutlich besser.
das zu sehr? Habe ich jetzt zu viel Gewicht hier vorne drauf liegen oder was? Jetzt bewegt sich das gar nicht mehr. Jetzt scheinen die Reifen gar keine Traktion mehr zu haben. So richtig ist es nix. Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Irgendwie ist es nix. Sei es nun mit Vorderantrieb, sei es nur mit Hinterantrieb. Ich weiß nicht. Also, ich finde das irgendwie finde ich das ein bisschen, weiß ich nicht. Also, tut mir leid. Irgendwie, entweder komme ich damit nicht klar, mit diesen Bauen der Fahrzeuge. Oder ich weiß es nicht. Oder ich baue einfach etwas, was. Ich weiß nicht. Eigentlich müsste es möglich sein, dass das Ding hier ohne hin und her gewackelt und ohne hin und her geschupper hier problemlos vor- und zurückfährt. Aber ich habe keine Ahnung. Leute, ganz ehrlich, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dieses Let's Play. Aber es ist tatsächlich für mich jetzt kein Dauerprojekt mehr. Beziehungsweise ich werde jetzt auch mit dieser Aufnahme für heute Schluss machen und auch erstmal den Scrap Mechanics wieder beiseite legen. Ich habe noch andere Crafting Survival Games, wo wir noch reingucken werden. Da werde ich die nächsten Wochen mal was vorbereiten und was raushauen. Es wird auf jeden Fall immer mal wieder was Neues geben. Aber Scrap Mechanics. Oder Scrap Mechanic. Glaube ich, wird erstmal wieder in meiner Steam-Bibliothek verschwinden und etwas verstauben. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr reingeschaut habt, dass ihr euch das Let's Play angeschaut habt, dass ihr so supportet habt, den Kanal so supportet, mich so supportet. Danke für die ganzen Likes, danke für die ganzen Kommentare. Sehr, sehr nett von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, was auch immer, wann ihr das Let's Play hier geguckt habt. Und wir sehen uns demnächst bei einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, tschüss. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.